So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chain Fever. Unsere Season 6, Folge Nummer 76 sind wir. Und ja, hier sehen wir unsere Bau- und Leichenzüge wieder. schon nicht schlecht, aber halt auch nicht perfekt. Und in dieser Folge wollen wir uns mal so ein bisschen drauf konzentrieren, nochmal ja, die Städte besser auszubauen, ein bisschen zu verbessern. Vielleicht finden wir da noch eine Möglichkeit, die Strecken halt noch ein bisschen besser auszubauen. Dass man vielleicht hier oben sagt, hey, wir ziehen hier noch eine Strecke ab irgendwie und keine Ahnung wie und lassen und so, ne? Ihr wisst genau dasselbe wie ich und zwar gar nichts. So. Also, was wir gerade tun. Das meinte ich halt, ne? Das sollte keine Beleidigung sein für jeden. So. Wir bauen erstmal den öffentlichen Nahverkehr aus. Es war nämlich mir noch so ein Dorn im Auge, den wir noch nicht so wirklich beantwortet haben oder weiter durchgeführt haben. Weil hier hinten hörte das halt das letzte Mal auf. Und irgendwohin müssen die Leute ja kommen. Oder hinfahren. Weil, ne, überall geht halt auch nicht. Und deswegen fahren wir hier außen rum um die Stadt. Das wird, glaube ich, noch so das einfachere Thema. Nach dem Motto, ja, wo können wir langfahren? Das Thema werden wir nämlich hier anschließen. In dem Beitrag für diese Folge. So. Ja. Eigentlich könnte man echt gut sowas hier machen, ne? Wie machen wir das? Dann haben wir hier so eine ja, Wendeschleife, eine längere. Dann können sich hier außen ein paar Gebäude postieren. Die dann halt von A nach B kommen und von B nach C und keine Ahnung wohin, ne? Ihr wisst Bescheid. Also da sind wir glaube ich auch noch guter Dinge, dass das alles klappt. Dann fahren wir meinetwegen hier rüber, fahren dann da lang. Und dann hier rum, hier hoch und hier kann man dann auch Ende machen. So. So. Genau. Wenn diese Folge rauskommt, dürfte Freitag sein. Der 21. glaube ich, ne? Ja, könnte. Wenn heute Dienstag, ja, dürfte Freitag rauskommen, die Folge. Da gibt es einen Livestream wieder zu unserem aktuellen Projekt Chain Fever Sandbox. Und ja, falls wer Lust hat oder neu auf dem Kanal ist, der davon noch nichts wusste, der kann gerne vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, bis dahin habe ich das Sandbox-Video von letzter Woche geschnitten. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Vielleicht ist sie auch schon draußen, wenn ihr das seht. So. Jetzt wollen wir hier aber mal wieder fleißig weitermachen. Und dann darum, hier lang, da hinten hin. In unsere Schleife und zurück. Dann hier rum, da, da, da und da. So. Die wievielte Buslinie ist das denn hier? Ey, Linie. Ist doch blöd. So, 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 do, do. Ja, da haben wir eine Tram drauf, komischerweise. 16. 16, 16, 16. B16. So. Fertig. So, Bus. Wir nehmen davon ein paar. Und schicken den einfach hier drauf. Denn Trams, naja, könnten wir zwar, aber. Wofür? Wofür, wofür, wofür? Halleluja. Was steht denn hier für einer?
Ach, das ist unser Güterzug. Worauf wartet denn der? Achso, der hat ne Gleis blockiert. Eigentlich müssten wir hier mal eine Alternativstrecke zu bauen. Also von A nach B. Jedenfalls. Weil hier ist ja schon einiges voll. Wieso geht denn das nicht? So höher wollte ich jetzt auch nicht bauen, ne? Besser gesagt steiler. Nee, wir können ja hier über M und N, glaube ich, noch ein bisschen was tun, ne? Komm, hier, Speicher. Schneller. Also wenn das normal runtergeht, geht's. Aber wenn wir hier dann die Verbindung haben wollen. Hätte ich doch nicht die Straße da unten kappen sollen dürfen. Jetzt zeigt er hier überall die Nachricht an. Nee, können sie nicht. Das ist noch unvorteilhaft. Das will ich nämlich nicht. Sieht ein bisschen blöd aus, wenn wir das so haben. So könnte das noch gut aussehen, wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Sollte sogar gehen. Dann dürfen wir ja genau hier mit einem nicht so steilen Winkel rüber. Und dann dürfen wir hier auch halt für den Notfall. Oder im Fall der Fälle könnten wir halt auch noch so agieren, dass die Autos halt links rumfahren, also jetzt über die Brücke rüber. Könnte das nämlich auch sein, dass die Züge sich nicht mehr stauen. Also ich habe jetzt hier das Problem, ein Stück ist natürlich nicht so großspurig ausgemauert. Aber das sollte alles möglicherweise gehen. Wir wollen nur mal sichtbar gucken, wie sieht es hier aus. 1, ja, okay. Der fährt Gott sei Dank auch nicht so viel Minus. Die machen so ein bisschen Plus. Die Busse, naja. Aber es fahren anscheinend ein paar Leute damit. Scheint ja auch nicht so schlimm zu sein. Was mich gerade nur aufregt, dass die alle rüber wollen über den Bahnübergang, obwohl es da hinten eine Straße gibt, die rüberführt. So. Okay, dann gucken wir mal, dass wir irgendwie die Straße hier Hundeversion nach höher kriegen. Wie viel schnell? 30. Okay, dann dürfte es echt sein, dass hier die Leute dann schneller fahren.
Eh. Okay, irgendwie ist das ganze Ding ein Mysterium. Wieso, weshalb, warum das an einigen Ecken geht und nicht geht. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber normalerweise sollten jetzt die Autos eventuell sogar da oben rumfahren. Genau, da kommt die nächste Backe. Tirio. Jetzt fahren die da echt rum, nur weil sie hier nicht über die kleine Straße wollen. Das ist eine Verarschung. Ja, also ich könnte mir ausruhen, welche Seite ich terminieren will. Leider bringt das keiner Seite was. Das ist nämlich das Problem. So. Okay, das Spiel ist schneller am Speichern als ich im Bauen. Das ist vorteilhaft. Vor allem für die Personenzüge, die hier runterfahren. Wie voll fahren die denn? 22 Güter fahren die mittlerweile. Dann müsste ja die Produktion irgendwie auf 100 oder sowas sein. Ja, knapp auf 100. Vielleicht, wenn die mal, ja, mehr haben würden, könnten wir ja auch sagen, okay. Die werden voller Auslastung hier lang fahren. Lang tuckern. Da wir einfach es können. So. Hier oben hatten wir, glaube ich, auch noch nicht genug Bedarf. Deswegen. Nee, das war ja. Ja, la 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 la. Ich überlege gerade echt, ob wir die ja ausbauen sollten. Nee. Wir machen mal lieber wieder was Vernünftiges namens, wir bauen mal Zugstrecken. Oder versuchen, Zugstrecken zu bauen. Das Ding kann ja nur 160 laden, ne? Wieso haben wir da noch? Ach, der zweite ist nicht weit genug weg. Und deswegen fährt er halt doppelt. Müssen wir hier sagen, etwa auf jeder Seite einmal vollladen, bitte? Stimmt, wie sieht's denn hier aus mit dem? Funktioniert das? Der hat 50. Sichtbar. 25 Mille. Das geht easy. Genau. Was wir machen könnten, um eventuell hier so ein bisschen mehr Verkehr auf die Städte zu bringen, wäre jetzt meine Idee. Wir lassen einfach Zuglinien von A nach B fahren. Das heißt zum Beispiel, wir nehmen von hier die Strecke hier rum, da oben lang, dann hier irgendwie runter. Haben wir hier überhaupt eine Verbindung drin? Nö. Bislang noch nicht. Betonung bislang, denn dann können wir uns jetzt drum kümmern. Voll gemeinsam. Nee, noch nicht. Ja, okay. Machen wir. Wie ginge das denn, wenn wir hier... Ja, 116, 116 sollte ausreichen. So. Jetzt machen wir das nämlich so, dass wir hier unten durchbauen per Tunnel. Hör, ist der breit. Okay. Wir vergrößern dann einfach mal die Distanz hier zwischen. Vielleicht geht es dann ja, dass wir hier sogar einen Tunnel machen können, ohne dass der halt dick aufträgt. Anscheinend. Anscheinend ist es möglich, sowas zu bauen, ohne Komplikationen zu haben. So. Ja,
Ah, hier ist die Frage, wie weit müssen wir gehen? Wir machen das jetzt hoffentlich erstmal so lang und verbinden das dann irgendwie nach unten, wenn es geht. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Das ist etwas zu nah. Wir müssen noch ein bisschen weiter weg. Okay. Wo haben wir den Tunnel als erstes drin? So. Na, schon wieder Monatswechsel. Das ist auch schon wieder so ein Thema, worauf ich mich immer wieder freue. Monatswechsel. So. Okay, manchmal verstehe ich den Sinn noch nicht. 59, Alter. Ups, das war genau der Teil. Den hätten wir eventuell gerade lassen sollen. Ist noch okay. Zwar nicht das schnellste, aber wir kommen von A nach B. Zwar auch auf nicht unbedingt 100% denselben Gleisen, aber wir kommen von A nach B. Das ist eine scheiß Ausrede. Einfach weil wir von A nach B kommen. Ne? Einfach weil es so ist. So. Dann können wir jetzt hier auch schon die erste Linie lang ziehen. Wie weit waren wir denn bei den Zügen? 14 kommt jetzt. Den lassen wir von da oben einfach mal dahin fahren. Und das Ganze dann auch zurück. Wieso fahren denn hier alle irgendwie so komisch weit? So. Genau da ist der Übergang. Z14. So, dann können wir den nämlich auch voll aus dem Depot rausrollen lassen. Wir sind ja so fame, wir können das ja mittlerweile. Wir können uns ja auch stolze Eisenbahnhauptbesitzer von einer nicht vorhandenen Eisenbahn, keine Ahnung was nennen. Oh. Hier fällt gerade auf. Ich habe den hier überhaupt gar nicht wieder angeschlossen. Kann der auch weg. Alles unnötig da. Wenn schon, denn schon. Da muss es laufen. Wo ist eigentlich hier unser Zug hin? Wir hatten noch hier mal einen Zug zwischengeparkt. Haben wir überhaupt noch einen Zug im Depot? Nö. Wo ist denn hier unser Zug? Wir hatten noch hier mal einen Doppeldecker drin. Unser Doppeldecker ist weg. Mano. Genau, hier oben könnten wir den sogar runterrollen lassen, wenn wir da auch schon ein Depot dran hätten. Nein, haben wir natürlich nicht. Wieso eigentlich nicht? So. Dann bauen wir doch nochmal einen Tucken aus. Oh, 31, 12, 2117. Manno. Dieses Jahr wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das war eines der besten Jahre, die wir hatten. Nicht.
So, 94. Es geht sogar. 73. Kaboom. Depot. Nö, das war... Obwohl doch, von dort aus könnten wir da runterfahren. War halt hier nicht lang, oder? Doch, wir hatten ja hier oben ein Depot. So, zu kaufen. Wir brauchen einen neuen Zug. Und da wir ja immer, ja, sehr gute Loks gewählt haben, nehmen wir jetzt mal was wir noch nicht so oft haben. Es ist ein Schnellzug, muss aber nicht schnell fahren, tut er nochmal. Ich glaube, der kommt aus Japan. Und jeder darf jetzt raten, was das für ein Zug ist. Falls wir den drin haben, nehmen wir den natürlich auch. Na, schon drauf gekommen? Na? Oh, nee, leider. Nee, nee, nee. Nein, das ist nicht der ICE. Ah, der ICE fährt ja auch gar nicht in Japan. Der fährt ja in Deutschland. Und es gibt, glaube ich, irgendwie das ähnliche Modell, was auch in China fährt. Wo ist er denn? Hatten wir den gar nicht drinne? Hatten wir den gar nicht drinne? Nö. Wir hatten den nicht drinne. Was für eine Verarschung. Nö. So. Oh. Wie viel? 2,1 Mille? Für einen kurzen Zug? Alter. Die wollen mich arm machen. Wir können theoretisch so einen oder so einen hier draufsetzen. Ach, wir gehen zwar ganz gemütlich an. Wir nehmen mal zwei von den Dual Stocks. Oder wir machen es ganz dezent. Nach dem Motto... Wir können es, je nachdem wie viel Geld wir über haben. Ach, das sollte reichen, lohnen. Machen wir da ruhig ein Doppelgespann raus. Juckt mich ja nicht. So. Wir sollten vorher noch die Strecke definieren, wo der hier lang fährt. Sonst stehen wir nämlich gleich dumm da, dass er überall lang fährt, wo er nicht soll. Und das sehen wir auch gerade. So, also er hat das richtige Gleis hier schon mal. Ja, das hat nur leider den Nachteil, wir fahren hier durch die Waschanlage. Da wollen wir aber gar nicht lang. Das ist ein bisschen blöd. So, den lassen wir darüber fahren. Dann fährt er... Ach, okay. Ich sag nix. Wir sollten vielleicht auch nochmal die Waschanlage woanders hin postieren. Oder hier einen Abzweig reinmachen. Wofür ich doch, ja, meiner Ansicht nach gut wäre. Dann lassen wir den erstmal über das Hauptgleis hier so, ne? Das ist ja im Moment unsere Verbindung. Und dann fährt er leider hier einmal durch, zweigt dann hier hinten ab, aber okay. Das nehmen wir erstmal so hin. Dann wollen wir uns den jetzt nochmal kurz anschauen. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig für die Folge. So. Ist doch gar nicht so kurz, wie ich ausging, dass er sein wird. Vor allem haben wir denn jetzt mal hier einen Zug, der standardmäßig diese Strecke abfährt. Also sind wir doch gar nicht so schlecht dran. Aber gut, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder vorbeischaut. Zu einer neuen Runde Train Fever. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.